Oh Gott. Elena, warum lügst du denn? Warum machst du das denn? Ich dachte, du bist nicht so eine und sagst das. Was geht ab, Freunde? Ich bin gerade unsichtbar, also im Vanish, und ich habe was richtig, richtig Cooles vor. Heute haben wir nämlich ein kleines Experiment vor, Freunde. Wir stehen gerade vor einem Haus und in dem Haus ist auch jemand drin, die gute Ilenia Zellen, und wir haben heute was Besonderes vor. Die weiß nicht Bescheid, dass wir irgendwas machen wollen oder irgendwas vorhaben. Das ist quasi eine richtige Geheimaktion, die wir jetzt gerade vorhaben. Ich werde gleich in ihr Haus eine Kiste tun mit Items, die unbezahlbar sind. Also wirklich absolut unbezahlbar sind. Und ich kann euch auch ganz genau sagen, warum ich das Ganze vorhabe. Es gab nämlich vor so einer Woche eine kleine Geschichte. Eine Freundin von ihr hatte Items, verbotene Hacker-Items, in der Farmwelt gefunden. Und die hat die dann behalten. Sollte man eigentlich nicht tun, wenn man Hacker-Items findet oder so, dann geht dann bitte mit in den Support. Und die hat die Items halt behalten. Und sie meinte auch zu uns und so, wir haben ein bisschen mit ihr geredet, sie meinte zu uns, dass sie niemals und wirklich niemals, wenn sie irgendwelche verbotenen Items finden würde, dass sie die niemals behalten würde. Und deswegen ist das für mich heute auch mal so ein kleines Experiment, ob sie denn wirklich die Items nicht behalten würde oder ob sie die behalten würde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ihr könnt ja auch mal gerne euren Tipp in die Kommentare mal schreiben. Was denkt ihr? Wird sie die Items behalten oder wird sie in den Support geben? Eine kurze Sache noch, Freunde. In unserem Rangshop auf durchrasten.de haben wir momentan noch einen mega, mega krassen Neujahres-Sale. Der geht jetzt auch nicht mehr allzu lange. Nur, dass ihr Bescheid wisst, für alle die Leute, die richtig Bock auf den Rang haben, den Server unterstützen wollen und mich dabei unterstützen wollen, checkt das Ganze ab. Das findet ihr alles oben in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt weiter mit dem Video. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt. Das hier ist das Haus von ihr. Und wir werden da gleich eine kleine Truhe hinsetzen und dann bin ich mal gespannt auf ihre Reaktion. Jeder ist willkommen. Ach, die hat hier sogar ein Willkommensschild und ich würde sagen, Freunde, ich schaue mich hier noch einmal mal ganz kurz um, weil das Ganze wird so laufen, Freunde. Ich werde jetzt die Kiste da platzieren und dann werde ich einen Tag später wiederkommen und einfach mal schauen, was denn so passiert ist, wenn sie denn die Items behalten hat. Ich schaue noch mal hier oben, ob hier noch irgendwas ist. Okay, hier ist auch noch nichts. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, hier werden wir die Truhe hinsetzen. Oder setzen wir die nach unten hin? Nee, ich glaube, hier setzen wir die Truhe hin. Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Truhe. Und eine Sache werde ich auch in die Truhe reinpacken, die echt krass ist. Und zwar die hier. 3 von diesen Eiern. 1 von dieses Ei ist so krass. Also diese Eier sind unbezahlbar. Es gibt kein einziges Ei von diesen auf diesen Servern, weil man die einfach nirgendwo bekommen kann. Die sind wirklich unbezahlbar, Freunde. Und die packen wir auch in die Kisten rein. Ich packe jetzt hier erstmal die Kiste rein. Und dann packen wir da das mal erstmal rein. Und dann würde ich sagen, Freunde, packen wir da auf jeden Fall nochmal ganz viele Beacons rein. So, dann packen wir da nochmal Beacons rein. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind natürlich auch ein paar Diamanten. Und Diamanten, die dürfen natürlich nicht fehlen. Ich meine, Diamanten, die gehören doch eigentlich dazu, wenn man eine Kiste voll mit wertvollen Items macht. Ich würde sagen, was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind Drachenköpfe. Drachenköpfe dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die sind auch extrem viel wert. Was ist denn noch viel wert, Freunde? Die Kiste muss bis oben hin randvoll werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Enderkristall. Enderkristalle sind auch immer gut. Da packen wir auch mal ein paar mehr von rein. Was halt wirklich am wertvollsten in dieser Kiste ist, sind diese hier. Die, ich glaube, ein Ei ist mindestens 50 Millionen oder so wert. Also die sind wirklich unbezahlbar, Freunde. Was können wir da noch reinpacken? Wir können vielleicht noch ein Totem reinpacken. Ein paar davon so. Und Spawner können wir auch ganz viele reintun. Dann würde ich sagen, packen wir nochmal Totems rein und dann würde ich sagen, gebe ich mir nochmal ein paar Spawner. Oh Gott, jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mir ein paar zu viele Spawner gegeben. Wir wollen es ja auch nicht ganz übertreiben, Freunde. Was könnte man denn jetzt noch hier rein tun, Freunde? Ich überlege mir kurz was. Okay, Freunde, das hier habe ich jetzt alles in die Truhe reingepackt. Ich habe mich jetzt auch extra ein bisschen beeilt. Noch ein paar Schalker-Kisten, OP-Äpfel, die auch richtig viel wert sind und noch XP-Flaschen. So, ich habe jetzt die Truhe hier platziert und keine Sorge, Freunde, ich bin hier die ganze Zeit im Vanish. Das heißt, sie kann mich hier nicht sehen. Und jetzt muss sie nur noch die Truhe hier entdecken. Ich hoffe mal, dass sie die relativ schnell entdeckt. Ich glaube, die ist gerade AFK oder so. Die, ja, die ist, ich glaube, die ist die ganze Zeit AFK. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich mache hier, ah, nee, sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Wisst ihr was, Freunde? Ich mache hier einen kurzen Cut und warte, bis sie wieder nach oben geht, weil wir wollen ja auch noch live im Video sehen, wie ihre Reaktion darauf ist. Ja, sie geht nach oben, sie geht nach oben, sie geht nach oben. Sie sieht die Truhe. Sie sieht die Truhe. Sie schaut in die Truhe rein. Und sie sieht jetzt auch, was für kranke Items da drin sind. Okay, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Sie schaut sich erstmal um. Sie weiß gar nicht, was gerade passiert. Die Truhe hier, die ist halt echt so viel wert. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange in die Truhe reingucke. Oh, sie...
ey, was macht sie gerade? Sie leert gerade ihr Inventar. Sie leert gerade ihr Inventar. Und sie nimmt die Items da raus. Sie nimmt die Items da raus, okay? Okay. Sie nimmt die Items da raus. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so ein gutes Zeichen, Freunde. Weil eigentlich, wie gesagt, sie hat auch ziemlich große Töne gespuckt. Sie würde Items niemals behalten. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, Freunde. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt die Aufnahme aus. Und dann schauen wir einfach, ihr seht dann am nächsten Tag, wie es weitergeht. Und ich werde dann am nächsten Tag, also morgen, wieder die Aufnahme anmachen. Und dann schauen wir einfach mal, was da aus ihr geworden ist. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Ihr könnt ja jetzt schon mal in den Kommentaren mal einen Tipp abgeben. Was denkt ihr? Wird sie die Items behalten oder wird sie damit in den Support gehen? Aber nicht schummeln und vorspulen. Ratet mal wirklich. Würde mich interessieren, was ihr so denkt. Und ich würde sagen, Freunde, ich mache jetzt hier den Cut und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Freunde, es ist jetzt der nächste Tag und ich habe gerade einmal ganz kurz geschaut. Sie ist jetzt auf jeden Fall online. Das heißt, wir werden jetzt auf den Server joinen. Ich habe schon mit meinen Supportern ein bisschen geredet. Und sie meinten, sie hätte sich nicht gemeldet. Obwohl sie so große Töne gespuckt hat und obwohl sie gesagt hat, sie wäre die, die sowas immer und sofort in den Support melden würde. Und wisst ihr was, Freunde? Ich habe jetzt gerade Minecraft gestartet. Es ist jetzt ungefähr 24 Stunden her, dass ich ihr die Kiste mit den Items gegeben habe. Und wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt auf Citybuilds Hammer gehen, weil da hat sie nämlich ihr Grundstück. Und ich gehe jetzt erstmal zu ihrem Grundstück. Das hier ist ihr Grundstück. Ja, und da seht ihr es schon. Heftigster Shop, kommt rein, kommt rein. Krassester Shop. Aber ich glaube, ist sie denn da? Lass dich mal ganz kurz schauen, ob sie da ist. MSG. Ich glaube nicht. Warte. Oh nein, jetzt ist sie nicht da. Okay. Dann müssen wir noch mal ganz kurz warten, Freunde. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und ich hoffe, dass sie gleich wiederkommt. Ist sie das? Ja, das ist sie. Sie ist online. Oh Gott, Gott sei Dank ist sie jetzt online gekommen. Das wäre jetzt ja mega doof gewesen, wenn sie jetzt offline gewesen wäre für das Video. Ich würde sagen, Freunde, wir schreiben ja einfach mal eine MSG. Hey, ich stehe vor deinem Shop. Und dann werden wir sie nämlich gleich mal fragen, woher sie denn die Items hat. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was sie denn so sagt, woher sie denn die Items hat. Ach, ich dachte, sie hätte mir geantwortet. Sie hat mir aber noch gar nicht geantwortet. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wie viel Geld hast du? Warum fragt sie mich denn, wie viel Geld ich habe? Genug. Ich antworte einfach mal genug. Ach, jetzt ist sie da unten. Ach, sie hat sogar einen Keller. Das wusste ich gar nicht. Wie soll mich jetzt mal in den Shop? Das sagen alle, wie viel. Ja, ich würde sagen, wir sagen einfach mal 600k, Freunde. Wir können uns ja jederzeit hier ein bisschen Geld geben. Wir sind ja Gott sei Dank mit einem Admin-Account online. Jetzt mach doch... Warum macht sie denn jetzt nicht die Tür auf? Ist nicht viel, aber ist okay. Was? 600k? Also 600k ist jetzt ja nicht... Ist doch auf jeden Fall viel. Ich weiß gar nicht, was die hat. Oh mein Gott. Ja, moin. Was hat die denn... Was ist denn das? Was hat sie denn hier gemacht? Hier sind die ganzen Schalker-Kisten, die ich ihr gegeben habe. Shopwächter? Ey, die hat da... Ich glaube, dafür hat sie das Schalker-Eige benutzt. Sie hat gar nichts dem Support gemeldet, obwohl sie gesagt hat, sie will damit in den Support gehen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Da hat sie noch einen... Oh Gott, und da hat sie auch noch einen. Sie hat die drei Eier dafür benutzt. Ich schreibe ihr mal ganz kurz, woher hast du die ganzen Items? Das würde mich jetzt interessieren. Was willst du denn, fragt sie. Jetzt würde mich interessieren, was sie denn jetzt schreibt, woher sie die Items hat. Lügt sie mich jetzt an oder sagt sie die Wahrheit? Gefarmt, bin Stammspielerin. Oh Gott. Elena, warum lügst du denn? Warum machst du das denn? Ich dachte, du bist nicht so eine und sagst das... Und das. Oh Gott. Was hast du so für Items? Oh, ich würde sagen, wir kaufen jetzt noch einfach mal zum Test kurz was ein. Aber, Freunde, wir sind uns ja einig, dass ich ihr die Items gleich wieder wegnehmen muss, Freunde. Weil die sind erstens viel zu viel wert. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn sie denn auch noch sogar lügt, alles
was unter den Kisten stehen und in den Item-Frames. Okay, wisst ihr was? Was? Für wie wenig verkauft sie das denn? Was? Sie verkauft Beacons für 1000? Oh Gott! Für wie günstig verkauft sie denn die Items? Was macht sie denn? Ich will gerne 10 Beacons, habe auch Mobspawner. Oh Gott, das Ding ist, Freunde, das ist richtig, richtig schlecht, wenn Items so günstig verkauft werden. Weil Leute, die ja nicht so viele Items haben, die können die natürlich nicht so günstig verkaufen. Und wir sind ja ein Wirtschaftsserver hier auf Durchrasten. Ach, ich dachte, sie hätte mir geantwortet, aber sie hat mir noch nicht geantwortet. Und sie verkauft die so günstig. Hat sie hier oben auch noch was? Nee, hier hat sie aber Diamanten hingebaut. Das war da gerade eben noch nicht. Willst du Mobspawner für 10.000 pro Stück? Das ist jetzt aber nicht ihr Ernst, oder? Mobspawner kosten mehrere hunderttausend und sie verkauft die für Pay 10.000. Oh Gott, ich muss gerade mal schauen, wie ich heiße. Echo Set Blue 1A. Ich gebe immer einfach 100.000. Ja, warum schlägt sie mich denn die ganze Zeit? Sie soll sich mal entspannen. So. Pay. Elena. Hä, wie? Ach so, mit Y. Elena. 10.000. Ich würde sagen, ich gebe das jetzt einfach mal. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt nur noch mal schauen, ob sie mir die wirklich droppt oder ob sie mich abzieht. Okay, die droppt mir die dann auf jeden Fall wirklich. Das wäre es ja jetzt noch gewesen, dass sie mir die nicht mal droppt. Wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt hier einfach mal ihren ganzen Shop leer räumen. Weil, ganz ehrlich, also Elena, sorry, dass ich jetzt dich hier für das Experiment quasi jetzt einfach unfreiwillig aufgenommen habe. Aber ich dachte, du machst sowas nicht. Du hast es doch sogar extra gesagt. Oh Gott, ich muss dir das jetzt auf jeden Fall abnehmen. Also Elena, sorry, wenn du das siehst, aber du hättest damit echt in den Support gehen sollen und dann die auch noch so günstig verkaufen. Das geht gar nicht. Wisst ihr was? Ich werde jetzt gleich ihr, das weil sie hier so viel hat. Okay, hier hat sie nichts mehr drin. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich ihren gesamten Shop einmal leer räumen. Und dann werde ich, glaube ich, gleich noch mit ihr reden mal ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch hier bei dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich mega, mega freuen. Und lagt ihr richtig mit eurem Tipp? Habt ihr gedacht, dass sie die behält oder habt ihr gedacht, dass sie die Items verkauft? Würde mich mal interessieren, Freunde. Dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.